Zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, nach langer Zeit mache ich mal wieder ein Video auf Deutsch. Und unser heutiges Thema wird wahrscheinlich einer der ältesten Deutschen überhaupt sein. Sprechen wir über Arminius oder auch bekannt als Hermann der Cherusker. So, fangen wir einfach mal an. So, Arminius, so nannten ihn zumindest die Römer, wurde geboren 17 vor Christus im Gebiet, ja, kann man sagen, im Gebiet des Emslandes oder des heutigen Emslandes. Sein genauer Geburtsort ist nicht bekannt. Ja, sein Vater war seine Mutter ist nicht bekannt. Allerdings sagen viele Historiker, dass Arminius' Vater ja, sehr einflussreich war in seinem Stamm. Arminius, das war ja, im Gebiet des heutigen Balkans, Albanien, ungefähr da so um die Ecke. Und er erwarb das römische Bürgerrecht. Ja, das könnt ihr so sehen. Heerführer, der den Römern eine vernichtende Niederlage beibrachte. Und das war in der Schlacht am Teutoburger Wald oder auch im deutschsprachigen Raum bekannt als die Varusschlacht. Und in dieser Schlacht gelang es ihm, 3 Legionen der Römer zu besiegen. Und es gibt viele historische Aufzeichnungen, dass die Germanen hier sogar in der Unterzahl waren und es trotzdem geschafft haben, die Römer zu besiegen. Das konnte Arminius nur machen,
Was war der Grund für den Aufstand? Warum hat Arminius überhaupt gegen die Römer gekämpft? Wenn man also die Vorgeschichte kennt, er war selber Soldat im römischen Heer und hatte sogar das römische Bürgerrecht gehabt. Ja, das ist, ja, viele Historiker sind sich nicht darüber sicher. Es vermutet, dass Arminius seine alte Heimat besucht hat und gesehen hat, wie sein Volk, die Germanen, unterdrückt werden von den Römern. Es gab sogar, oder es gibt sogar Gerüchte, dass er eines Tages in ein germanisches Dorf kam. Also er konnte zum Beispiel die Cherusker, die Marser, die Procterer und auch andere vereinen, aber die Friesen, die waren zum Beispiel immer noch pro-römisch eingestellt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, er war der erste, schon gesagt habe, der erste Heerführer, der den Römern eine vernichtende Niederlage beibringen konnte. Und nach dieser Schlacht trauten sich die Römer nur noch sehr schwer. Also die hatten Angst, in germanisches einzudringen. Was geschah mit Arminius nach der Schlacht, also sein späteres Leben? So, dazu gibt es auch verschiedene Theorien. Die anderen sagen, ja, es gab Stammeskonflikte. Es gibt sogar welche, die sagen, ja, er wurde von Verwandten getötet. Ja, was ihr darüber denkt, ist, ja, liegt an euch. Also ihr könnt eure Meinung dabei darüber haben. So, wie sieht es mit der Verehrung Arminius aus in
Freizeit. Also im 18. Jahrhundert und auch im 19. Jahrhundert wurde Arminius ein Symbol des deutschen Befreiungskampfs gegen die Unterdrücker und gegen ausländische Mächte in, ja, hier in Deutschland haben wir ein Denkmal, das sogenannte Hermannsdenkmal, und dort gibt es eine Inschrift, die sagt: Deutsche Einigkeit, meine Stärke Deutschlands Macht. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wenn ich das nicht gemacht habe, bitte ich um Verzeihung, aber ich glaube, dass das ungefähr so ging hier. Also die Inschrift zumindest, wie gesagt, wenn ich das falsch gesagt habe, bitte verzeiht mir. Ja, auf jeden Fall wurde er in der Moderne ein Symbol des deutschen Widerstandskampfes, und ja, viele Nationalisten, Deutsche, aber auch anderswo, zum Beispiel in Schweden, wird er als großer Germane verehrt, kann man zumindest so sagen, und in den USA, also in der Stadt, ich glaube New Ulm muss es gewesen sein, ja, New Ulm in Minnesota, gibt es auch ein Denkmal von ihm, was von deutschen Einwanderern gebaut wurde. Ja, Schlussfolgerung, also was können wir über Arminius sagen? Also kurz zusammengefasst, er war praktisch die deutsche Version von William Wallace, wenn man das so sagen kann oder will. Also er hat die Römer vernichtend geschlagen in der Varusschlacht, und er war praktisch der Erste, der es geschafft hat, den Römern eine vernichtende Niederlage beizubringen. Er wird in nationalistischen Kreisen immer noch verehrt. Und ja, auch in anderen germanischen Ländern. Ja, ich das ist eigentlich alles, was ich jetzt zu sagen habe. Ich hoffe, mein Video war nicht zu langweilig. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder ein Video von mir auf Deutsch zu sehen. Ich stoppe jetzt und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Ja, ich weiß, es gibt viele Anfragen von mir, von euch. Bitte mach mal ein Video auf Deutsch. Ich überlege, ob ich mir einen zweiten YouTube-Kanal anschaffe, wo ich dann nur noch ASMR-Videos über deutsche Geschichte mache. Ich weiß aber nicht, wann das geschehen wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.